geschätzter Herr Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir leben in Zeiten, in denen sich jeder von uns unendlich unabhängig, individuell und anders fühlt. Manchmal, wenn das alles politisch ausgelegt wird, könnte man vielleicht auch kritisch oder alternativ sagen. Jeder von uns maßt sich doch an, eine eigene Meinung zu vertreten, die abweicht, anders ist. So weit, so gut. Merkwürdigerweise wollen aber alle oder sehr viele gleich anders sein. Aus einem vermeintlichen Individualismus wird ein unreflektierter Kollektivismus. Alle beziehen sich auf die gleichen Quellen. Alles vollzieht sich innerhalb der eng gestreckten Grenzen des Sagbaren. Alle wollen das Gleiche. Zufälligerweise stimmt das auch noch mit dem Mainstream überein. Der deutsche Philosoph Norbert Bolz schreibt in Bezug auf diese Tendenz vom Konformismus des Andersseins. Was hat das alles mit Südtirol zu tun? Äußerst viel. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, meines Erachtens personifizieren Sie die Konformität des Andersseins. Ihre Politik ist im wahrsten Sinne des Wortes weichgewaschen. In keiner Art und Weise weicht das, was Sie tun und sagen, auch nur annähernd vom Mainstream ab. Das ist selbstverständlich Ihre Wahl und auch Ihr gutes Recht. Aber dann tun Sie bitte nicht so, als sei Ihr Haushaltsprogramm so etwas wie eine Richtung oder sogar eine Standfestigkeit. Und jetzt sage ich Ihnen auch noch ganz klar, wieso das nicht unabhängig, individuell und anders, sondern einfach Mainstream ist, weil Sie nirgends anecken. Und im Gegensatz zu Brigitte Foppa, der das eher gefällt und den Durnwalder immer so als den Brachialen sieht, ich vermisse das ein bisschen. Ich mag einen Landeshauptmann, der Ecken und Kanten hat und auch die Courage hat, anzuecken. Und weil sie geben keine Richtung vor, weil sie es sich in diesem System eingerichtet haben. Die deutsche Philosophin Thea Dorn meint zu diesem System, es ist wohl Merkmal aller etablierten Machtsysteme, dass sie diejenigen in die obersten Positionen spülen, die sich auf dem Weg dorthin haben kieselrund schleifen lassen. In totalitären Systemen werden die Charaktere mit Ecken und Kanten gleich abgeholt, und zwar nicht in der philanthropischen Bedeutung des Wortes. In einer demokratisch verfassten Gesellschaft wie der unseren duldet man sie als Hofnarren. Ganz genau so ist es. Das ist unser liebes System Südtirol. Wer die Tatsachen beim Namen nennt, Kollege Jorzi hat das auch schon angesprochen, der wird im Endeffekt lächerlich gemacht, als Populist abgestempelt, ausgegrenzt. Früher oder später nehmen die Probleme zu, man kann sie nicht mehr weglächeln. Dann werden kurzerhand freiheitliche Themen zu eigenen Themen deklariert. Natürlich nur bis zur Wahl oder bis der mediale Ansturm vorbei ist. Dann wird alles vergessen und man verfolgt weiter die weichgespülte Allerweltspolitik der Ansammlung von Floskeln. Wenn Sie von Nachhaltigkeit sprechen, so machen Sie dies in einer Zeit, in der sowieso jeder davon spricht, sogar die Chinesen. Beeindrucken können sie damit mich nicht und, wie ich vernommen habe, manch anderen hier auch nicht mehr. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie sich als deklarierter Flughafenbefürworter bisher nicht wirklich als Nachhaltigkeitsapostel hervorgetan haben. Aber wie wahr, Worte sind geduldig und der Schein ist mehr wert als das Sein. Das erkennt man am eindrucksvollsten in Südtirol selbst.
Die Südtiroler sollen die Klimaziele einhalten, während halb Europa mit dem LKW durch unser Land fährt. Und bei allen diesen Problemen, wie beim Transit, verweisen sie nur auf Handlungsunfähigkeit und die EU. Das ist reichlich wenig und zeugt von wenig persönlicher politischer Autonomie. Wie jeder andere Politiker ihrer Partei lieben sie es auch, von den Erfolgen der Autonomie zu sprechen. Diese Autonomie wurde wohlgemerkt von Frauen und Männern erkämpft, die auch einmal gegen den Strom geschwommen sind, die Widerstand ausgehalten und geleistet haben und denen es primär nicht darum ging, in sozialen Medien gemocht zu werden und aus Instagram zu lachen. Klar, hat es noch nicht gegeben. Ihre Generation Volksparteiler lehnt heute hingegen jede Tendenz in Richtung mehr Unabhängigkeit panisch ab. Überall versuchen sie primär, Rom und Brüssel zu gefallen. Wenn sie behaupten, Heimat hat viele Gesichter, wichtig sind die verbindenden und verbindlichen Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung, Selbstbestimmtheit oder Toleranz, dann vermisse ich jede wirklich kritische Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex. Das, was Sie in Ihrem Bericht von sich gegeben haben, ist nicht kritisch, sondern genau das, was man sagen muss, um die Klatscher auf medialer Seite und bei den Freunden in der EU auf seiner Seite zu haben. Sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, aber auch sehr vielen anderen Menschen, die dort leben und arbeiten. Vielleicht hängt es Ihnen zum Hals heraus, der Bahnhofspark. Der ist für mich in der Zwischenzeit Sinnbild für diese Gleichgültigkeit in der Politik. Denn ich muss ganz einfach sagen, wenn man tagtäglich beobachtet, gerade derzeit, was sich dort abspielt, dann ist das ein Trauerspiel sondersgleichen. Man hat versucht, mit diesem halbherzigen Christkindlmarkt auf der einen Hälfte das Viertel vielleicht oder die Zone etwas aufzuwerten, hat das Riesenrad noch dorthin gestellt, hat in der Mitte den Drogenhandel oder den Drogenkrieg völlig ausgeblendet und gedacht, irgendwie wird das schon gehen. Man hat teilweise als Anrainer das Gefühl, in einer besetzten Zone zu leben. Was hat das alles noch mit Dingen zu tun, die Sie in Ihrem Bericht schreiben, wenn wir wirklich so weit angekommen sind, dass wir betteln, eine Permanentpräsenz haben zu müssen? Das zeugt doch, dass irgendetwas nicht stimmt. Und wir haben viele Jahre bereits jetzt immer wieder versucht, diese Problematik anzusprechen. Nicht nur populistisch oder angstmachend, wie Sie es sagen. Wir haben auch Vorschläge gemacht. Und in all diesen Jahren hat man aber schon das Gefühl bekommen, dass es völlig gleichgültig ist, was Menschen dort erleben oder sagen. Denn die Politik, auch ihre Politik, hat nichts unternommen. Und ich denke mir manchmal, wenn ich mich zurückerinnere, Sie hätten eigentlich schon als Gemeindenpräsident etwas unternehmen können, aber es lächelt sich halt lieber aus der Kamera. Sie sind ein Landeshauptmann, der höchstens dann reagiert, wenn ein Thema wirklich medial gehypt wird oder wenn Sie so, wie beim Thema Sicherheit, nicht mehr daran vorbeikommen. Der Landtag hat einen freiheitlichen Begehrensantrag am 3. Juli 2019 genehmigt, wonach der Südtiroler Landtag, das italienische Parlament und die italienische Regierung auffordert, für straffällig gewordene Personen, die aufgrund der geltenden Rechtsordnung nicht in Haft genommen werden oder eine Haftstrafe verbüßen müssen, die Ausdehnung des verkürzten Verfahrens für die umgehende Abschiebung in ihr Herkunftsland vorzusehen. Nur mit spürbaren und deutlichen gesetzlichen Maßnahmen kann das Sicherheitsproblem bewältigt werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass der Missbrauch des Gastrechts durch Ausländer kein Pardon kennt. Die Politik hat die Aufgabe, diese Fehlentwicklungen aufzuhalten. Ein klarer politischer Ansatz ist nicht nur im Sinne der einheimischen Bevölkerung, sondern auch jener vieler, zahlreicher ausländischer Personen,
die sich hier in Südtirol wirklich integriert haben und die herrschenden Werte und Gesetze unseres Landes achten und respektieren. Und ich denke, jeder von Ihnen kennt solche Leute, und es sind gerade diese, die sich mit dieser Situation, wie wir sie haben, auch sehr auseinandersetzen und die es extrem stört, dass es Menschen gibt, die hier das Gastrecht mit Füßen treten und relativ wenig darauf reagiert wird bzw. unternommen wird, weil in der allgemeinen Debatte alle in den gleichen Topf geschmissen werden. Und ich möchte das ganz klar auseinanderhalten. Es gibt sie, und zwar nicht, weil wir so super Integrationsmaßnahmen haben, sondern weil es wirklich auch die Menschen und Kulturen gibt, die es von sich aus verstanden haben. Südtirol ist ein gastfreundliches Land. Hier haben sie effektiv die Chance, sich ein besseres Leben aufzubauen. Und diese Leute haben es von sich aus geschafft. Natürlich mit Unterstützungen, aber sie haben sich integriert. Die Gesetzgebung muss der Tatsache, dass es einen Zusammenhang zwischen der unkontrollierten Zuwanderung und dem Kriminalitätsanstieg gibt, Rechnung tragen. Wir Freiheitlichen haben stets darauf hingewiesen, und statistische Daten untermauern diese Problematik. So waren allein im Jahr 2017 insgesamt 50,3% der Tatverdächtigen in Südtirol ausländische Staatsbürger. Mehr Sicherheit in unserem Land kann nur durch die Ausweisung und Abschiebung von Straffälligen erreicht werden. Statt der Nulltoleranzpolitik, die wir Freiheitlichen seit jeher fordern, herrscht vor allem in der Zone, die ich angesprochen habe, eine afrikanische Nullrespektpolitik, die der Untätigkeit der Stadtregierung und der Duldung dieser Situation auch durch die SVP zu verdanken ist. Nachdem sich nach den schweren Vorfällen im Meran und in Bozen das Sicherheitsproblem nicht mehr unter den Teppich kehren lassen kann, fordert nun auch der Landeshauptmann eine Nulltoleranzpolitik seit dem letzten Sicherheitstisch, wo das Komitee für die öffentliche Ordnung und Sicherheit getagt hat. Wenn ich jetzt so argumentieren würde wie Sie, müsste ich Ihnen Populismus in Reinkultur vorwerfen. Denn wenn Sie ernst gemeint wären, wäre es nie so weit gekommen, dass wir es zulassen, dass gesetzlose Räume wie eben diese Zone entstanden sind. Selbst den Sicherheitskräften, welche sich täglich mit diesen nicht integrierbaren Personen auseinandersetzen müssen, wurde seitens der zuständigen Politik nicht der Rücken gestärkt. Rechtssicherheit für die Beamten, bessere Ausstattung und motivierende Worte gab es ebenso wenig wie gesetzliche Maßnahmen, die ein härteres Durchgreifen und das Durchsetzen unserer Regeln ermöglichten. Welche Nulltoleranzpolitik und welche Regeln will man nun durchsetzen? Und weshalb, frage ich mich, wurde nicht schon viel früher gehandelt, wie wir es eigentlich schon seit langer Zeit gefordert haben? Ich habe es schon gesagt, es sind gesetzlose Räume entstanden, in denen nicht unsere Regeln und Gesetze gelten, sondern wo alles nach den Regeln der Immigranten, wie sie wahrscheinlich in ihren Herkunftsländern herrschen, geschieht. Statt diese Fehlentwicklung bereits im Keim zu ersticken, wurden und werden großspurig mit Steuergeldern Projekte wie Hamed 2F lanciert. Den Asylwerbern und Immigranten werden medienwirksam Befähigungswische in die Hand gedrückt, und was danach mit ihnen geschieht, interessiert nicht mehr. Die Aussagen des Landeshauptmannes sind umso mehr unglaubwürdig, da er vor nicht allzu langer Zeit den Südtiroler Gemeinden das Sprachprogramm aufgezwungen hat. Von Anbeginn war klar, dass die Folge natürlich Hunderte von Illegalen sein werden, die sich nun zum Teil auch auf den Straßen des Landes befinden und natürlich nicht unbedingt maßgeblich zu einer Verbesserung des Sicherheitsproblems beitragen. Ob den Worten Taten folgen, kann angezweifelt werden. Je mehr Zeit verstreicht, ohne hart durchzugreifen, abzuschieben und die Ordnung durchzusetzen, umso mehr spitzt sich das Sicherheitsproblem in Südtirol zu. Und hier möchte ich eine Klammer aufmachen. Ich sehe es ein bisschen anders als die Kollegin Foppa. Die Regierungsbeteiligung der Lega, ich kann mich zurückerinnern, ich habe gehofft, dass die Südtiroler Volkspartei mit der Lega eine Koalition eingeht.
Und liebe Kollegen der Lega, ich bitte euch, diese Kritik nicht persönlich als Vorwurf ans Herz zu legen, sondern als konstruktive Kritik. Bisher ist die Regierungsbeteiligung für die Katz. Denn eure Themen sind andere und diese nur auf Facebook zu propagieren, ist mir zu wenig. Ich glaube, in diesem Jahr hat es politisch zwischen euch oft genug die Möglichkeit gegeben, als darüber öffentlich debattiert wurde, dass Achammer mit Kompatscher gebrochen hat und so weiter. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde darüber diskutiert. Man hätte einige Situationen ausnutzen können, um vielleicht politisch mehr Sichtbarkeit einzubringen und vielleicht auch den größeren Partner manchmal ein bisschen vor sich herzutreiben und das eigene mehr durchzusetzen. Im Bericht steht dann auch, da wird behauptet, Angst ist der beste Nährboden für eine kurzsichtige populistische Politik. Dann möchte ich in Erinnerung rufen, dass Ihre Politik von einem Mitte-Links-Populismus getrieben wird, der immer nur das macht, was medial gut ankommt. Ich erkenne keine wirklichen Werte und keine Standfestigkeit, sondern höchstens Instagram-Qualitäten. Zur Nachhaltigkeit gehört für mich auch, dass sich die Menschen in Südtirol und besonders auch in der Landeshauptstadt abends sicher sind. Und wenn dies, so wie jetzt, nicht der Fall ist, dann muss die Politik, auch ihre Politik, Verantwortung übernehmen. Geschätzter Landeshauptmann, Sie behaupten, Südtirols Autonomie ist ein prägendes Beispiel für das Erfolgspotenzial von mutigen Entscheidungen. Ich kann das beim besten Willen nicht ganz nachvollziehen. Ihre Politik ist eine Politik, so wie ich sie empfinde, der Angepasstheit und irgendwo auch des Stillstandes. Mut ist etwas völlig anderes, aber dazu müsste man auch bereit sein, gegen den Mainstream zu schwimmen. Ich denke, wenn demnächst Schwarz-Grün in Österreich regiert, dann werden sie auch wieder mit Freude nach Wien fahren und müssen nicht mehr so griesgrämige Kommentare abgeben wie angesichts der freiheitlichen Regierungsbeteiligung. Freilich glaube ich nicht daran, dass Schwarz-Grün erfolgreicher sein wird, wie die Politik ihres Intimus Matteo Renzi, der im ganz großen Maßstab gescheitert ist. Auf jeden Fall freuen sich alle ob der grünen Regierungsbeteiligung, denn jetzt wird das Klima gerettet. Die realen Probleme bleiben auf der Strecke. Seit Jahren wird über den schrumpfenden Mittelstand, die Probleme der Familien und die soziale Schieflage im Land berichtet. Auf Taten seitens der verantwortlichen Politik warten sehr viele Betroffene jedoch vergebens. Den Südtiroler Familien fehlt es nach wie vor an jener Anerkennung, die sie sich eigentlich verdient hätten. Und während für Asylwerber sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt werden, wurden die einheimischen Familien stets aufs Neue vertröstet. In erster Linie brauchen Südtirols Familien eine spürbare Steuerentlastung, die in den Aufgabenbereich einer Regierung in Rom fallen würde. Das ist mir klar. Aber auch das Land und die Gemeinden hätten genügend Spielräume, wie zum Beispiel bei der Gemeindenimmobiliensteuer entsprechende Akzente zu setzen. Dazu gesellt sich die notwendige Abschaffung des regionalen IRPEF-Zuschlags, nicht nur für bestimmte Kategorien. Wir Freiheitlichen sprechen uns ganz klar für das Steuersplitting aus, womit die Steuerlast auf alle Familienmitglieder aufgeteilt wird. Das Steuersplitting ist ein wichtiger Beitrag in Richtung Steuergerechtigkeit, mit dem vor allem auch berücksichtigt wird, wie viele Menschen von einem Gehalt leben müssen. Damit wird die Benachteiligung von Großfamilien beendet und wir verhindern eine Situation, wo der Kinderwunsch heute zum Teil Luxus ist. Kinderreichtum darf kein Armutsgrund sein. Der Nachwuchs ist der Garant für das Fortbestehen unserer Gesellschaft und Solidargemeinschaft. Und hier braucht es ein klares Bekenntnis seitens der Politik, die diesen Familien mit Entlastungen, wo nötig mit Förderungen, unter die Arme greift, um ihnen den entsprechenden Stellenwert zu geben. Es wird vieles gemacht, das stimmt, aber es fallen noch immer ganz viele wegen
minimal, wirklich ganz kleiner Dinge durch den Rost. Und ich glaube, diese Situationen sind einmal zu durchleuchten und besser abzusichern. Die Ausgaben im Sinne der einheimischen Familien wären besser investiert als die immensen Aufwendungen für die Unterkünfte und die Betreuung von Illegalen und Wirtschaftsmigranten, die sich in vielen Fällen als integrationsresistent erweisen. Eine gerechte Familienpolitik muss vordergründig eher durch steuerliche Freibeträge erreicht werden als durch finanzielle Zuwendungen. Hier bedarf es der Nachbesserungen, genauso wie bei den Mindestrenten. Leider konnte sich die SVP-Mehrheit in Vergangenheit im Landtag bei vielen freiheitlichen Anträgen diesbezüglich noch nicht durchringen, die Zustimmung zu geben. Das Familiengeld des Landes, welches vom Artikel 9 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013 Nummer 8 Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol vorgesehen ist, wurde im Jahr 2018 an 15.348 Familien in Südtirol ausgezahlt. Etwa 12,7% des Familiengeldes kam den Nicht-EU-Bürgern zugute, obwohl sie gemessen an der Gesamtbevölkerung nur einen Anteil von etwa 6,5% ausmachten. Hier muss gesetzlich auch nachgebessert werden. Die Voraussetzung der fünfjährigen ununterbrochenen Ansässigkeit in Südtirol muss auf eine zehnjährige Ansässigkeit erhöht werden. Anrecht auf die finanzielle Unterstützung haben alle Familien mit einem jährlichen Einkommen und Vermögen unter 80.000 Euro laut EWE-Erklärung und mindestens einem Kind bis zu einem Alter von 3 Jahren. Neben der Voraussetzung einer fünfjährigen Ansässigkeit in Südtirol, welche angepasst werden müsste, kann auch eine 15-jährige Ansässigkeit in der Vergangenheit herangezogen werden. Die Erhöhung der Ansässigkeitshürde könnte den Sozialtourismus eindämmen und den Druck von den Sozialkassen nehmen. Das Familiengeld bedarf einer Reform, welche die Übervorteilung der Nicht-EU-Bürger ausschließt. Die Ansässigkeitsdauer von 10 Jahren ist zudem im Lichte des Minderheitenschutzes und unserer Autonomie zu sehen. Grundlegend falsch bei der Kleinkinderbetreuung ist die Tatsache, dass die Eltern nach wie vor keine echte Wahlfreiheit haben. Nach wie vor hinkt das Kindergeld hinter den finanziellen Mitteln der Kitas nach. Und auch die Erziehungsjahre werden bei den Rentenansprüchen nicht entsprechend gewürdigt. Während die Kindertagesstätten und damit die Fremdbetreuung von der öffentlichen Hand ordentlich subventioniert wird, ist das Daheimbleiben bei den Kindern mit weit weniger finanziellen Anreizen verbunden. Und hier möchte ich auch eine Klammer aufmachen, das habe ich persönlich mir eigentlich so noch nie überlegt. An dieser Stelle möchte ich der Landesrätin Degen auch dafür danken, dass sie es uns ermöglicht hat, einige Strukturen im Land anzusehen. Aber was dabei herausgekommen ist, hat mich schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht, dass wir im Endeffekt Arbeitsplätze für Frauen geschaffen haben, die aber völlig unterbezahlt sind. Für mich ist das zum Teil fast schon Ausbeutung. Für was? Es wird natürlich viele, viele, viele verschiedene Realitäten geben und Mütter, die gar nicht anders können, als ihr Kind irgendwo unterzubringen. Aber zu welchem Preis? Dass wir dann auf der anderen Seite effektiv Frauen in Situationen bringen, wo sie wirklich Großartiges leisten, wo sie viele Stunden ableisten, aber in meinen Augen völlig unterbezahlt sind und zum Teil auch als Betreuerinnen des wohl Wichtigsten, das wir eigentlich haben, irgendwo schon ausgebeutet waren. Wir Freiheitlichen fordern eine echte Wahlfreiheit für die Eltern bei der Kleinkinderbetreuung. Jene Ressourcen und finanzielle Unterstützungen, die den Tagesstätten oder ähnlichen Einrichtungen seitens der öffentlichen Hand zugutekommen, müssen im gleichen Umfang den Eltern zur Verfügung stehen, welche zu Hause die Kinder betreuen und erziehen. In die Kostenberechnung bei Kitas fallen bereits jetzt Personalspesen, die anfallenden Spesen für die Immobilien, Verwaltungs- und Führungsspesen sowie weitere laufende Ausgaben an. Das Kindergeld für die daheim erziehenden Eltern berücksichtigt diese Kostenpunkte nicht, sodass Kitas im Verhältnis übersubventioniert sind.
Die öffentliche Hand darf den Eltern nicht die Entscheidung über ihre Kinder vorwegnehmen, sondern muss für die Wahlfreiheit der Eltern sorgen. Die Kinderbetreuung zu Hause darf mit keinen Nachteilen verbunden sein. Der Mangel an Arbeitskräften, ein anderes Thema, das Sie auch im Bericht ansprechen, der sich Jahr für Jahr zuspitzt, und zwar in immer mehr Bereichen, ist vor allem ein hausgemachtes Problem. Die Babyboom-Generation der 50er und 60er Jahre kommt ins Pensionsalter und die Politik hat es verabsäumt, auf diese Situation frühzeitig zu reagieren. Die Familienpolitik des Landes hat in diesem Bereich versagt, da die Gründung einer Familie vielfach an ökonomischen Hürden scheitert und den Eltern eben keine Wahlfreiheit offensteht. Entscheidet sich ein Elternteil, die Kinder ohne die Einbindung von Kitas und dergleichen zu erziehen, stehen weit weniger Mittel zur Verfügung. Die niedrigen Geburtenraten einheimischer Frauen sind Ausdruck ungünstiger Rahmenbedingungen. Ein erneuter Babyboom, der nun dringend notwendig wäre, kann unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen werden. Und anstatt Südtirol für Ausländer attraktiver zu machen, müssen in erster Linie die einheimischen Familien gezielter und besser gefördert werden, denn sie sind die Keimzelle unserer Gesellschaft und auch der künftigen Arbeitnehmer. Während große Geldmittel in unsinnige Integrationsmaßnahmen investiert werden, kehrt die Jugend dem Land den Rücken. Die besseren Voraussetzungen nördlich des Brenners, die wirtschaftlichen Perspektiven und vor allem die höheren Löhne wirken auf junge Menschen attraktiver als die vielen zahlreichen bürokratischen Hürden hierzulande, die hohen Lebenshaltungskosten und die enorme Steuerbelastung. Erst wenn die hausgemachten Probleme wirklich angegangen werden, kann über den gezielten Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland diskutiert werden. Dabei muss aber klar definiert werden, wen wir brauchen, wer einwandern darf und dass es gilt, die Gesetze einzuhalten und unsere Gesellschaft zu respektieren. Wir stellen uns ganz klar hinter die fleißigen Ausländer, die arbeiten, die sich integriert haben, die sich anpassen. Wir lehnen jedoch all jene ab, ganz entschieden ab, die strafwällig werden, sich als integrationsresistent erweisen, sich unmöglich benehmen, hier im großen Stil mit Drogen handeln und zur Gewalt neigen. Südtirol braucht nicht eine Politik der offenen Türen, sondern eine geregelt gesteuerte Einwanderungspolitik, die es schafft, Fachkräfte zu rekrutieren und jene, die nur in das Sozialsystem einwandern wollen, draußen hält. Wohin der bisherige Weg geführt hat, zeigt sich am besten auf den Straßen unserer Städte. Die kulturellen Unterschiede und die Einstellung dieser Menschen gegenüber unserer Gesellschaft sind nicht kompatibel. Hier muss aufgerechnet werden, und das haben wir auch schon einmal verlangt, auch das hat leider keine Zustimmung gefunden, dass man endlich einmal eine Kostenanalyse macht. Es wird immer behauptet, es bringt uns alles viel mehr. Ich bin überzeugt davon, dass die Wahrheit eine völlig andere ist. Dass das, was effektiv beigetragen wird, niemals das ausmacht, was uns Familiennachzug, Integrationsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, was uns das alles im Endeffekt kostet. Hier muss aufgerechnet werden, was diese Form der Einwanderung bringt und was sie uns allen kostet. Nur mit harten Einwanderungsgesetzen wie beispielsweise Australien oder Kanada kann Einwanderung funktionieren. Darüber hinaus ist die Wirtschaft, welche nach mehr Ausländern verlangt, auch in die Pflicht zu nehmen, was die Kostenbeteiligung für die Integration anbelangt. Es kann nämlich nicht sein, dass billige Fachkräfte angeheuert werden, zum Teil auch ausgenutzt werden und die Allgemeinheit aber für die Folgekosten aufkommen muss. Zuerst müssen unsere Familien und unsere Jugend gefördert werden. Vielen Dank.